So, schauen wir mal. Englisch. Da. Komm, dreh dich um. Guck mal hier. So. Schauen wir mal. Ja, viel gibt's ja auch nicht, ne? Hallo Leute, wir haben jetzt Tag 2. Ich mache gerade Mittagessen. Lange schläft. Wir waren ja einkaufen heute Morgen und haben Material einkaufen und dann war ich noch in der Bücherhandlung Thalia, weil ich gucken wollte, ob die so Lernhefte, Bücher, CDs haben, irgendwas für Portugiesisch, aber brasilianisches Portugiesisch, und das hatten wir natürlich nicht. Jetzt habe ich es bei Amazon bestellt und ja, mal gucken, ob das morgen kommt. Und eine Fitness-CD habe ich mir noch bestellt von der Fernanda Bar irgendwas, wie die da heißt, die Kleine, und ein Hula-Hoop-Reifen. Yes! Und dann habe ich Shred gemacht, Volume 2, und war schnell duschen und jetzt mache ich das Essen. Ja, das habe ich gemacht, als die Kleine geschlafen hat. Und Wäsche gewaschen. Ich muss Wäsche waschen. Ich habe nämlich ganz vergessen, dass da Wäsche drin war und die stinkt. Jetzt muss ich dann nochmal waschen. Ja, ärgerlich. Heute gibt es Low Carb, yes, und zwar Spitzkohl angebraten mit diesen Bratwürstchen, die Schnecken, die ich gekauft hatte gestern. Die gibt es heute. Und dazu noch den Tomatensalat oder so. Mal schauen. Ja. Und ich habe drei gekauft, aber ich habe erstmal zwei klein geschnitten. So, einmal hier ist einer. Und hier ist noch einer. Und ja, das sieht zwar viel aus, aber ihr werdet gleich sehen, das ist wie Spinat. Das geht richtig ein. Ich habe letztens nämlich nur einen gekauft und den gemacht. Und das war, da wurde hier gar keiner satt. Das war richtig blöd. Deswegen also zwei, wenn nicht sogar drei, muss man machen, damit drei Leute auch wirklich was davon haben. Und dann habe ich bei Real dieses Beef Jerky gekauft. Das ist ja so teuer, ne? Aber ich würde das mal ausprobieren. Und ich glaube, im Muskelmacher-Shop gibt es die auch. Ich weiß aber nicht, ob die da günstiger sind. Muss ich gleich mal gucken. Und das sind die restlichen Erdbeeren. Zwei Schalen, alle weg. Joanna hat heute Morgen welche zum Frühstück gegessen, bevor sie zur Schule gegangen ist. Was denn? Und das? Noch welche nachgekippt. Irgendeiner hat irgendwas von der Rüste geschissen. Was hat denn von geschissen? Also ehrlich. Geht aber auch anders. Ja. Schmeiß halt einfach voll raus. Ja. Ja, bei mir ist heute schon ein bisschen besser drauf als gestern. Kränkelt nicht mehr so viel. Ich glaube, sie hat es jetzt überstanden. Oder die alle haben es überstanden. Okay. Jetzt ist es schon direkt weniger. Ja. Akku ist leer. Ah! Und so sieht man das. Ja, so sieht man das auch, ja. Bei mir.
Und ich spanne gar nicht an, ich winkel nur den Arm. Ja. So ist es entspannt. Bitte süß. Total. Oh. Willst du dich auch so ein Eis? Na, so ein ganzes ist sie nicht. Eisi! Guck mal, da, guck mal. Soll ich den Hopper jetzt holen, ne? Oh, also Eis an der Lippe. Mal hier weg. Kalt! Aber ich glaube, das müssen wir öfter holen. Papa! Dana, guck mal. Probier mal die. Nein, du? Ich hab die noch nicht probiert. Lala, du nimmst dir keinen davon. Sind wir noch andere, denn ich bin nicht blau. Was nice. Ich bin auch. Sehr. Okay. Lea! Einmal hast du noch zwei. Nein, das ist einer. Das ist ein Gäste. Ja, bitte. Was willst du von mir? Da hat noch einer drin. Und jetzt? Ich esse trotzdem. Oh, du willst trotzdem essen. Immer noch? Ich will bitte nicht essen. No. Mit Chicken ist ja was mal nice. So, ich will noch mal. Gut. So, gekocht, gegessen. Ein Bratwürstchen ist noch hier über. Ich habe nicht alle gemacht, weil. Ja, weiß ich auch nicht, weil mir das zu viel vorkam, war auch zu viel. Ist komplett aufgegangen alles, aber guck mal, wie das hier aussieht. Hilfe! Ich denke mal, ich werde heute Abend nochmal für den Dominik oder morgen mal gucken. Aber der Dominik meinte, der möchte das gerne einfrieren, um das zum Grillen zu benutzen. Mal gucken. Ich werde jetzt hier putzen, aufräumen, alles. Da ist die kleine Maus, ist wieder wach. Die hat natürlich auch was zu essen gekriegt. Brokkoli mit Kartoffeln. Die hat wieder Appetit, Gott sei Dank. Und Dominik holt jetzt Opa Adi ab. Die wollten zusammen im Garten den Zaun aufbauen für die Hühner, damit die endlich zu uns können. Und Joanna ist mit dem Quentin eben noch aufs Feld. Ja, und ich werde jetzt hier eben schnell aufräumen. Und die Fenster zu machen, ist nämlich kalt. Zieht. Hallo. Hey, hey. Ja. Jetzt gehst du rein und gehst von der Ecke aus. Dreieinhalb. Und dann tust du erst vorbohren. Ja. Und hier, das Brett nehmen wir. Okay. Okay. Eins, zwei, drei, vier von oben. Ja. Hast du den richtigen Bohrer? Ja. Ja, nicht zu groß, ne? Nein. Gut. Warte. Ja, genau da ist eine Leiste von innen. Eine Leiste? Ja. Was für eine Leiste? Ja, hier so eine Leiste in der Ecke. Ja, geh einen höher. Hey, wenn, dann muss ich einen runtergehen. Ja, da geh einen runter. Jo, und dann? Warte, ich mach einfach mal. Was? Ja, ja, alles gut. Hast du? Ja, ich mach direkt alle hier. Ja, drei Stück. Ja. Bein tun weh. Düt, düt, düt. Guck, guck. Ja.
Ja. Bist du 5? Mhm. Also bist du 4 jetzt? Ich bin 5 und. Nächstes Jahr bist du 6. Ja, und dann nächstes Jahr kommen wir in die Schule. Ah, welche denn? Wo Joanna ist auch? Schule. Mhm. Gut. Was hast du denn da im Mund? Ich weiß nicht, ob das mal so gut ist. Ganz genau. Ja, spielt sie mit den großen Mädels? Mhm. Mhm. Lass das mal lieber. Da sind noch kleine Sachen drin. Guck mal hier. Was denn? Wuff, wuff. Wuff, wuff. Quentin, Quentin. Wuff, wuff. Guck mal da. Quentin, da ist der Quentin. Licht, der nimmt das im Mund, ne? Der Quentin? Ja, nicht sagen, guck mal hier. Ab, Quentin. Ab. Mach Platz ab. Da. Mach Platz. Ab. Platz, Platz, Platz. Nicht auf die Decke. Genau, feine Hunde. Wir sind beide beim Kuscheln gerade runtergefallen. Ach so. Oder mir nicht das. Nicht das Lämmchen. Wir können hier gar nicht spielen. Warum? Wegen Fräulein. Ach, da könnt ihr spielen. Die macht doch gar nichts. Die lenkt uns ein bisschen ab. Ach so, ich hätte dann. Das ist ihre Schuld. Gut. Wenn pass ihr auf, ist dir das mit die Giraffe? Die liebt Giraffe. Ja? Mhm. Ey, Lamira. Lamira? Lamia. Hm? Ohne R. Lamia. L-A-M-I. Lamia. Nein. L-A-M. Lamia. Genau. I. Y-A. Genau, Lamia. Dankeschön. Was hast du denn? Dankeschön. Das ist die Putzbox hier. Ja. Ah. Muss was rein. Ja, mach mal rein wieder. Guck mal. Sehr schön. Jetzt hier habe ich Laura aber einen Frühlappen gekauft. Oh, guck mal, das ist eine schöne Zipfe. Wie das hier. So, Anna, jetzt muss der Tierarzt kommen. Der Tierarzt muss kommen. Oh, meine Augen. Ohren. Tierarzt muss kommen, Joanna. Tierarzt. Hallo. Die Giraffe trägt ein Baby. Oh, Herzschlag. Gut. Oh, die kriegt ein Baby. Die kriegt ein Baby. Ich muss die mal eben im Popo gucken, ob das Baby gleich rauskommt. Oh, oh, das Baby kommt. Warte. Hallo, draußen. Lamia. Draußen. Hallo, Lamia. Hallo. Wir machen Giraffen als Geräusche. Wenn der Mann alleine das Ding tragen. Was, wir machen Giraffen. Metalltier. Ist. Ja. Ich weiß ich nicht. Also, hast du mich auch schon mal gefragt, ne? Vielleicht du. Ich glaube, die fressen doch sowieso den ganzen Tag. Ja. Ja. Das ist doch gut, ne? Nicht für jeden extra. Wow! Ich kann es dir auch so runterholen. Ganz gut. Das geht doch nicht. Ich bin da oben dran. Ey! Man kann es aber noch nicht. Warte. Andersrum. Beide Seiten. Genau so. Ach, Jess! Haus! Ich helfe? Die Kleine sind verrückt noch. Wo ist deine Schwester denn? Die ist noch in der Schule. So lange ist sie in der Schule? Betreuung. Boah. Bis 4 Uhr. Echt? 4 Uhr. Wir haben abgemacht, erst spielen wir bei Joanna und wenn Rebecca da ist, dann spielen wir bei uns. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich zu euch spielen möchte, weil ich möchte auch noch so gerne noch weiter. Ihr könnt ja erstmal hier spielen und dann könnt ihr gleich mal gucken, ne?
Hat die Rebecca ja Lust, hier wieder zu spielen. Mhm. Aus dem Krieg kommt. Ja, man muss auch Handschuhe anziehen. Bei der Arbeit. Ja, ich kann von dir lernen, Opa. Ja. Das ist, weißt du, 90 Jahre Lebenserfahrung, das machst du nicht mal einfach in den 30 Jahren weg, die ich jetzt habe. Da sind 60 Jahre zwischen, die, wo man extrem viel lernen kann. Und diese Lernphase, die braucht der Mensch. Ja, habe ich. Ich hab mir überlegt, wo die. Wenn du das in kleine Sticker hast, kann man nur die Stickers draufkleben. Mhm. Aber hier sind die Stickers. Da ist sogar mein Name dabei. Ach so, ABC-Aufkleber. A, B, A. Super. Und hier ist noch eins drin. So, alles bei McDonald's jetzt? Ja, und das. Nicht schlecht, cool. Ach, ich habe auch noch die Eier im Ohr. Vorhin waren wir McDonald's. Ronald wollte heute Abend McDonald's Abendessen haben. Dominik's nämlich jetzt gleich weg. Muss noch arbeiten. Und wir gucken The Voice. Oh ja. Und wir gucken The Voice. Arbeiten und Whisky Tasting. Arbeiten mit Whisky. Psst, die Kleine schläft. Jetzt muss er den Nachbarn eben helfen, was tragen. Ja, dann ess mal schön, Schatzi. Ich möchte. Erst denken, dann reden. Ein Eis. Du hast morgen jetzt da. Dann. Morgen kannst du ein Eis haben. Dann kommt Wolf. In einer Stunde. Du kannst also jetzt essen, dann kannst du schnell in die Badewanne. Wir gucken The Voice. Hm? Ja. Wir gucken hier The Voice und gucken wir mal, wie lange du es aushältst, ne? Meinst du, schaffst du das Ende? Ja. Ja? Yes. Yes? Yes. Ja, man hat gerade noch Müsli gegessen, jetzt mit der Schokoschnute. Echt? Ja, morgen früh gehst du in die Badewanne, ne? Und Mama? Ja, Schatz. Wenn die Pause ist, ja, dann ziehe ich mich in den Schlaf und tue was mit dem Zopf, dann kann ich hier in Ruhe einschlafen. Gut. Machen wir so. Abgemacht. Sehr schön. Ganz toller Auftritt, danke so. Wenn der Zeichner spielt, leider. Achso, ja, die hat gerade hier schlecht gespielt, hat hier alles aufgebaut. Ja, und Quentin liegt hier. Ja, wir gucken jetzt in Ruhe weiter The Voice, Kids und sagen auf dann... Family. Auf Family. Und sagen dann bis morgen, ihr Hübschen. Tschüss. Tschüss. So ist Auftritt gefahren.